Als großer Fan von Superheldenfilmen war ich von den Marvel-Filmen der letzten Jahre leider ziemlich enttäuscht. Was wirklich tragisch ist, wenn man sich überlegt, wie Marvel eigentlich begonnen hat, mit Produktionen, die das moderne Superheldenzeitalter überhaupt erst eckig eingeleitet haben. Marvels glorreiche Jahre begannen mit dem ersten Spider-Man im Jahr 2002, aber scheinen tatsächlich, wie es momentan aussieht, mit Avengers Endgame geendet zu haben. Hoffentlich nur vorerst. Was uns in Phase 4 bisher präsentiert wird, hat nichts mehr mit dem zu tun, was davor war. Es geht weder länger um tolle, tiefgründig geschriebene Figuren, noch um gute, stimmige Stories, noch um Bösewichte, die wirklich bedrohlich sind. Was wir aber stattdessen bekommen, das möchte ich anhand der aus meiner Sicht topgrößten Cringe-Momente aus dem MCU der letzten Jahre aufzeigen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir beginnen mit Platz 4, der Endszene aus Captain Marvel. Der Film ist zwar offiziell Teil der MCU Phase 3, kann aber meines Erachtens aufgrund seiner Inhalten und seines Inhalts und seiner Botschaft eher zu Phase 4 gezählt werden. Geschichten sind seit Anbeginn der Menschheit so aufgebaut, dass sie in einem finalen Höhepunkt enden. Der ganze Aufbau eines Films sollte auf diesen Höhepunkt hinarbeiten, um den Zusehern dann ein befriedigendes Erlebnis zu geben. Alles das, was unsere Helden und Heldinnen im Laufe des Films gelernt haben, können sie im Höhepunkt sozusagen anwenden, und zwar im Kampf gegen einen ernstzunehmenden Gegner, der den Helden bis zuletzt herausfordert. So werden wir als Zuseher in unseren Sitzen gehalten, vergessen alles um uns herum und fiebern mit unseren Helden mit. Was passiert als Folge also, wenn ein Held schon vor dem Finale perfekt und allmächtig ist? Wir bekommen ein langweiliges Finale. Und genau so ist es bei Captain Marvel. Anstatt eines spannenden Kampfs auf Leben und Tod bekommen wir das. Beweise mir, dass du mich mit los... Ich muss dir gar nichts beweisen. Man möchte sich als Zuseher nicht mit einem zu schwachen Hauptcharakter identifizieren, aber genauso wenig mit einem Allmächtigen. Der Kampf mit Captain Marvel und ihrem ehemaligen Mentor ist so unspektakulär, dass es unbefriedigender nicht hätte sein können. Es ist von vornherein so klar, dass Captain Marvel viel stärker ist und ihr Gegner so und so keine Chance hat. In einem guten Film würde der Gegner im letzten Augenblick durch eine List das Blatt scheinbar zum Wenden bringen, zum Beispiel. In einem guten Film würde Captain Marvel bis zuletzt kämpfen müssen. Erst wenn man für einen Sieg hart kämpfen musste, ist es ein wirklich gelungener Sieg. Zumindest in Filmen. Aber die Filmemacher haben es als Priorität gesehen, Captain Marvel als die beste, stärkste und unfehlbarste Figur überhaupt darzustellen, aber dafür opfern sie leider einen stimmigen Aufbau der gesamten Story. Weiter geht's mit Platz 3, Thor der Rocker in Thor Love and Thunder. Es scheint eine seltsame Auffassung bei Marvel und bei Disney im Generellen zu geben, dass alle männlichen Helden als schwache, verweichlichte Witzfiguren dargestellt werden müssen. Ich frage mich, woher diese Auffassung eigentlich kommt. Im ersten Thor-Teil zum Beispiel war Thor noch ein wirklicher Held, aber trotzdem alles andere als fehlerlos. Er wurde aus Asgard verbannt, um Demut zu lernen und um seine Hitzköpfigkeit abzulegen, die im Prinzip das ganze Reich in Gefahr gebracht hatte. Was passiert aber mit Thor in Thor Love and Thunder? Anfänglich ist er als kindlicher Tölpel beschrieben, der in Rockerkleidung auftritt und Luftspagate macht. Was sagt ihr zu Szenen wie dieser? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin wirklich gespannt, was ihr darüber denkt. Hat das noch irgendetwas mit der erhabenen Darstellung eines Helden zu tun, wie wir sie von früher kennen? Nicht wirklich. Aber warum ist das eigentlich so? Warum darf Thor nicht länger der Held sein, als den wir ihn eigentlich kennengelernt haben? Warum muss er auf so gezwungene Art und Weise ins Lächerliche gezogen werden, wohin er auch geht? Es hat mit dem Bierbauch bzw. Fat Thor begonnen, gegenüber die komplett peinliche Kussszene mit Valkyrie in Endgame, die es übrigens deshalb nicht in unser Rennen geschafft hat, weil sie nicht in der Kinofassung zu sehen war. Und das ganze Thor-Bashing hat seinen Höhepunkt in Thor Love and Thunder erreicht, wo Thor einfach wirklich bei jeder Gelegenheit ins Lächerliche gezogen wurde. Und zum Schluss nochmal eine weitere Anmerkung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin auf jeden Fall richtig beruhigt, dass Thor bewiesen hat, dass er auch Vaterqualitäten hat. Was will man mehr, als den Donnergott in Schürze in der Küche zu sehen? Dadurch kann uns glücklicherweise jetzt eines klar sein: Thor ist nicht länger nur von toxischer, egozentrischer Maskulinität geprägt. Und wir können jetzt alle beruhigt schlafen. Auf Platz 2 kommen wir zu einer der beliebtesten Serien im MCU. Nope. She-Hulk. Und wir gehen gleich in Episode 1, nämlich genau zu dieser Szene hier. Die Sache ist nur, ich bin schon wahnsinnig gut darin, meine Wut zu kontrollieren. Ich mach das ständig. Wenn mir ein Typ auf der Straße nachpfeift oder wenn inkompetente Männer meinen, mir mein eigenes Fachgebiet erklären zu müssen, glaub mir. Ich mach das so ziemlich jeden Tag, denn wenn ich das nicht tue, heißt es, ich wäre emotional oder schwierig oder ich muss sogar fürchten, dafür umgebracht zu werden. Ich bin Expertin darin, meine Wut im Zaum zu halten, denn ich bin wesentlich öfter dazu gezwungen als du. Warum funktioniert die Szene und eigentlich die ganze Episode und eigentlich die ganze Serie von vorne bis hinten nicht?
Jen Walters ist gleich zu Beginn als starke, clevere, unabhängige Frau beschrieben, die sich von ihren Kollegen nichts sagen lässt, weil sie einfach gut in dem ist, was sie tut. Alles schön und gut, am Anfang muss ich sagen, war sie mir auch noch wirklich sympathisch, weil ihre Figur einfach stimmig war, was aber nicht länger als ein paar Minuten angehalten hat. Spätestens dann, nachdem sie zu She-Hulk geworden ist, beginnen nämlich die Probleme. Jen fängt nämlich an, sich dauernd zu beschweren, wie unfair sie von der Gesellschaft behandelt wird. Es wird aber kein einziges Mal wirklich gezeigt. Bekommen wir zu sehen zum Beispiel, wie sie unter den Konditionen auf ihrem Arbeitsplatz leidet und was sie durchmachen muss? Denn wäre das zum Beispiel geschehen, wäre die ganze Szene auf einmal komplett nachvollziehbar und verständlich. Aber es ist nicht geschehen, nicht im geringsten, im Gegenteil sogar. Sie ist als Top-Anwältin dargestellt, die offensichtlich Freude an ihrem Beruf hat. Und wenn sie dann aus heiterem Himmel und ohne irgendeine Art von vorheriger Andeutung anfängt, sich zu beschweren, wie sie überall behandelt wird, und sie gibt allen Männern dabei übrigens tatsächlich eine Kollektivschuld, wirkt es einfach nur, als würde sie radikale Glaubenssätze einer bestimmten politischen Richtung runterbeten. Es passt einfach absolut nichts zusammen. Und dann kommen wir auch schon zu Platz 1, nochmal mit Captain Marvel, aber diesmal mit der seltsamsten Cringe-Szene, die ich im MCU jemals gesehen habe. Ihr habt vor, die Atmosphäre zu verlassen, in einer Maschine, die nicht dafür konstruiert ist, und ihr erwartet feindlichen Kontakt mit einer technologisch überlegenen fremden Macht. Korrekt? Na, das sag ich doch, du musst mitfliegen. Monica! Du kannst bei der coolsten Mission aller Zeiten dabei sein. Und du willst nicht mit und guckst lieber Der Prinz von Bel-Air mit mir? Ich denke, du solltest einfach überlegen, was du für ein Vorbild für mich sein willst. Was zur... Es geht darum, dass Captain Marvel und ihr Team von der Erde ins All kommen müssen, weil sie nur so die Welt retten können, sehr allgemein gesagt. Aber wer ist die Freundin, an die sie sich wendet? Eine Superheldin mit Kräften, die Captain Marvel bei ihrer Mission unterstützen könnten? Nein, weil Captain Marvel ja ohnehin schon ziemlich allmächtig ist. Ist die Freundin ein Superbrain zum Beispiel, ohne deren Klugheit die Mission scheitern würde? Nicht wirklich, weil Captain Marvel ohnehin schon ziemlich alles weiß. Kann die Freundin sonst eigentlich irgendetwas, was für die Mission gebraucht werden würde? Nein, eigentlich nicht. Sie ist eine Air Force-Pilotin und ich wusste nicht, dass Air Force-Piloten auch standardmäßig gleich für Weltallflüge mit ausgebildet werden. Wäre die Freundin eine Astronautin zum Beispiel, ohne der die anderen nicht ins All kommen könnten, die Szene würde wahrscheinlich nur halb so schlimm gewesen sein. Denn dann würde die Freundin nicht einfach komplett unnötig und funktionslos auf die Mission mitkommen. Also welches kleine Kind würde so sprechen? Mama, es ist voll okay, dass du dein Leben riskierst und ins All gehst. Mach mich stolz, ich will, dass du mein Vorbild bist. Das Kind bleibt einfach allein zurück? Wie asozial ist die Mutter eigentlich, einfach abzuhauen? Wohlgemerkt, komplett sinnlos. Die Freundin trägt nichts zum Erfolg der Mission bei. Solche Probleme entstehen, wenn inkompetente Drehbuchautoren ihre Stories auf Basis irgendwelcher verkorkster politischer Agenten schreiben. Und dazu gehört laut ihnen offensichtlich auch, dass eine Frau ihre Familie hinten anzustellen hat, um wirklich unabhängig zu sein. Welche Frau, welcher Mensch im Allgemeinen, der halbwegs normal denkt, würde sagen, die ist aber eine coole Socke, lässt einfach ihr Kind zurück, weil sie sich die Gelegenheit nicht nehmen will, mit Captain Marvel ins All zu fliegen. Die ist richtig sympathisch, mit der kann ich mich wirklich gut identifizieren. Es ist wirklich schlimm, wenn man sich ansieht, in welcher Scheinwelt die Filmemacher von Marvel bzw. Disney zu leben scheinen. Alles, was Figuren in Filmen früher menschlich gemacht hat, wird jetzt als Schwäche dargestellt und einfach weggelassen, wodurch die Figuren aber leider einfach nur abgehoben und kalt rüberkommen, anstatt eine wirkliche Vorbildfunktion zu erfüllen, die ja eigentlich beabsichtigt ist. Und das Alleramüsanteste dabei ist, dass Disney anscheinend auch noch wirklich meint, dass solche Figuren der sicherste Weg zu noch mehr Geld sind. Sie werden scheitern daran, wenn sie ihren Kurs nicht ändern. Wenn sie nicht lernen, dass stark zu sein eben nicht bedeutet, unfehlbar zu sein. Egal welches Geschlecht, egal welche Herkunft, wir sind alle Menschen. Und es sind Menschen, mit denen wir uns in Filmen identifizieren wollen und nicht mit seelenlosen Sprachrohren politisch motivierter Studios. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Außerdem könnt ihr euch auch noch dieses andere Video interessieren, in dem es darum geht, warum wir keine Disney-Remakes mehr brauchen. Danke fürs Einschalten und bis bald. Ciao.